Und damit herzlich willkommen zurück zu Need for Speed Underground 2. Ich sage jetzt mal so. Das ist jetzt auf der letzten Meter echt nochmal ein knappes Ding geworden. Aber mit dem Auto halten die Gegner echt gut mit, Ist mir ehrlich gesagt total egal, ob wir jetzt diese Punkte kriegen oder nicht. Aber wir haben es geschafft. Und damit machen wir jetzt weiter mit dem Sprintrennen hier. Würde ich sagen. Gucken wir mal zu den Sprintrennen da hinten hin. Und dann sehen wir mal weiter. Uns fehlt ja immer noch ein Foto. Wenn das nach den Sprintrennen immer noch nicht da ist, nehme ich auf jeden Fall mal die Peugeot. Ja genau, den Peugeot in die Hand. Alles ready, Alter? Nee. Hey, ich habe Action für dich. Konnte den Ort noch nicht genau rausfinden, soll aber irgendwo in Beacon Hill sein. Meine Jungs sagen, es ist leicht verdientes Geld. Ich melde mich, wenn ich wieder was höre. Peace. Wundervoll. Jedes Mal, wenn das Spiel übrigens so stehen bleibt. Okay, da dachte ich, komme ich dran vorbei. Habe ich richtig Angst, dass es abgeschmiert ist. Aber es ist nicht abgeschmiert, zum Glück. Na, klopfen wir schnell auf Holz. Und ja, mein Schreibtisch ist aus Holz, deshalb kann ich auch den draufklopfen. Und der ist nicht nur Laminat oder so ein Plunder, sondern der ist echt Holz. Okay. Keine Ahnung, ob wir mit dem jetzt noch einen perfekten Start kriegen können. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob der Front- oder Heck angetrieben ist. Aua! Das sah schmerzhaft aus. Das war schmerzhaft. So, ein bisschen Gas gegeben. Was mir aufgefallen ist, das Auto ist echt langsam. Ja, also geschwindigkeitstechnisch ist unser Peugeot deutlich besser unterwegs. Der ist deutlich schneller, deutlich schneller. Und an dem habe ich ja nichts geändert. Der hier hat ja jetzt sogar noch neues, also besseres Nitro drin. Aber trotzdem ist der hier nicht so schnell gefühlt. Oder nicht so schnell schnell zumindest. Also er braucht länger, um schnell zu werden. Weiß ich aber nicht. Ich habe es nicht ausprobiert. Das ist einfach nur mein mein Gefühl. Ist das. Und hier war eins meiner schlimmsten Rennen überhaupt, ey. Ich glaube, der Part hieß auch das schlimmste Rennen überhaupt oder so. Da war hier aber Ziel. Ja gut, das war jetzt ein bisschen... Guck mal, er ist weggepackt. Mal wieder. Schön übrigens, dass denen sowas auch passieren kann. Ausnahmsweise mal, sonst passiert denen ja nie was. Oder sie buggen sich halt durchs halbe Level und sind dann schon am Ziel, gefühlt. Aua! Ja, das hat nicht so funktioniert, wie ich gerade gewollt habe. Alter, heute ist es aber auch eher so ein kleines, wir kloppen uns jetzt rennen. Eher so ein... Fuck! Erwähnte ich bereits, dass ich müde bin? Scheiß die Wand an. Ich habe keine Zeit zu schneiden. Also eigentlich zumindest nicht. Ich werde es natürlich machen, wenn ich sein muss, aber... Solange es irgendwie verhinderbar ist, versuche ich es zu verhindern. Also wenn wir das Rennen jetzt gleich nochmal machen, dann gibt es ungeschnitten. Weil ich einfach keine Zeit habe zu schneiden. Kommen wir da nochmal ran? Ja, kommen wir. So. Schön nochmal hier hinten rangekommen. Das war sehr, sehr gut. Jetzt dürfte es auch gleich zu Ende sein, weil wir sind schon bei 90%. Hier jetzt noch ein Unfall wäre echt unvorteilhaft, aber wir sind echt weit weg von denen.
Das war wirklich ein gutes Rennen, Alter. Auch wenn wir zeitweise so viel nachgehangen haben, sind wir gut rangekommen. So, machen wir nämlich noch gleich das zweite. Das ist hier hinten drin. So, das hier nämlich. Ja, bisschen, was ist los mit den großen Jungs? Brauchst nur ein bisschen Kies. Ja, machen wir. Wie war das? Die Dame ist feucht wie ein Tropfen der Kieslaster. Ich sollte sowas vielleicht nicht sagen. Egal. Ich monetarisiere meine Videos ja eh nicht, also ist es auch egal. So. Der hat eine ganz gute Kurvenlage, also der ist recht stabil. Allerdings ist er halt auch recht, recht ungelenkig. Ist das das falsche Wort? Er ist recht unagil. Trifft es, glaube ich, am ehesten. Ich möchte nicht sagen, dass er langsam ist, auf keinen Fall. Das hat sich hier nämlich, glaube ich, angehört. Also langsam ist er nicht, aber er ist gefühlt langsamer als unser Peugeot. Das könnte aber einfach daran liegen, dass es im Peugeot sich alles anders anfühlt, aber... Ach nee, der Peugeot hat auch deutlich mehr Leistung, ne? Der hat ja noch ein anderes Leistungsupgrade gekriegt. Ich finde es gut, dass die Gegner jetzt auch schon wieder hinter mir sind, aber darüber habe ich oft genug gelästert. Und mich aufgeregt. Das hat mich schon oft genug abgefuckt. Alter, da hatte ich gerade kurz Angst, gegen den Mittelpfosten zu fahren. Und er wechselt natürlich einfach die Spur. Nein! Nicht vorbeifahren. Ja, die KI in diesem Spiel ist, ja, die ist, ne? Die ist wirklich. Ich würde sagen, sie ist was Besonderes, aber das wird sie jetzt nicht besser machen. Aber das hört sich so gut an. Wenn ich sage, sie ist was Besonderes. Gut, der Verkehr in GTA San Andreas war auch was Besonderes. Und das war jetzt nicht... Jungs! Manchmal übertreiben sie es aber auch so ein bisschen, ne? Ich meine, ich stehe voll drin. Das war Klaus. Hauptsache der KI-Verkehr fährt erstmal in die Gegenfahrbahn, also die NPCs. Hä, was heißt NPCs? Es gibt ja eigentlich nur KI, ne? Im Prinzip ist das, was hier ansonsten rumfährt, ja auch KI. Es ist kein realer Spieler. So. Das war auch richtig gut. Und ich würde sagen, wir haben nicht mehr viel Auswahl. Wir fangen jetzt mit den URL-Rennen an. Wie lange haben wir denn noch? Ach, wir haben erst 8 Minuten. Scheiße. Gut, dann dürfen wir ja gleich neue Autos kriegen. Mit dem wir die URL-Rennen gemacht haben. Ich muss ja auch nur noch die machen. Und dann fehlt mir irgendwie ein Zeitschriftentitel und ein URL-Rennen. Achso! Ich wollte einmal gerade... Wagenauswahl... 106. Gott, ich bin so ein dummer Spast, ey. 205! Nein, 105! Nein, Fisch 106. Ja, nee. Okay. Ich möchte gerne... mit dem Lancer Evolution wenigstens mal ausprobieren. Ja, ich habe dem, dem Supra, guck mal, hier ist noch ein Drag, das machen wir auch noch. Nice. Ich meine, wir haben dem Supra eine Chance gegeben, wir haben dem 106 eine Chance gegeben, ne? Oh Gott, ich dachte gerade kurzzeitig das Spiel wäre abgespielt, deshalb habe ich mich da noch nicht mehr konzentriert. Oh, meine Katzen sind gerade, glaube ich, laut, das tut mir leid.
Nein! Alter! Ja gut, wenn er einfach nicht dahin fährt, wo man hinlenkt. Ich finde es auch gut, dass es manchmal einfach beim... Das wollte ich gerade tatsächlich nicht. Beim Blauen zu früh ist, manchmal ist es perfekt und manchmal ist es gut. Blau ist einfach alles gleichzeitig. Alter, wie er noch abgerauscht ist, ey. Sehr schön gemacht, Fisch. Sehr schön gemacht. Alter, das war lustig. Dann machen wir erstmal das da. Oder wir fahren da auf jeden Fall schon mal hin. Heidewitzka. Ist übrigens gut warm. Wir hatten, als ich aufgehört habe zu arbeiten, 32 Grad. Das war um 13 Uhr oder so. Also es war noch nicht Ende der Fahnenstange. Ich denke mal, wir werden jetzt so 34 bis 36 Grad haben geschätzt. Ganz grob. Schätze ich, dass wir uns in dem Bereich bewegen. Ist auf jeden Fall richtig warm. Der Sommer ist zurück. Wir haben heute übrigens den 24. würde ich behaupten. Ich guck nach. Oder 23? 23, Entschuldigung, den 23. Dienstag, den 23. Juli. Und es ist echt warm. So. Dann wollen wir das mal ausprobieren, wie das mit dem hier funktioniert. Weil die bisherigen Rennen haben ja echt ganz smooth mit dem funktioniert. Ein kleiner 106. Was ist das neben uns? Ein Eclipse? Verpiss dich auf jeden Fall hier. Egal, was du bist. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin der Meinung, unser Peugeot ist schneller. Wir können das ja mal ausprobieren. Wir versuchen jetzt einfach mal hier auf der längsten Geraden eine hohe Geschwindigkeit hinzukriegen. Und dann machen wir das Ganze, wenn wir es nochmal neu machen müssen, wovon ich ausgehe, im Peugeot. Ja, ich fahre gerade aber auch echt einen Scheiß zusammen, ey. Dafür, dass ich noch so nah. Also, dass ich dafür noch so nah dran bin, das ist schon ein Wunder, ey. Und wenn der mit seinem Peugeot 106 nicht wegkommt. Von uns. Ah, ich bin mir nicht sicher. War nicht gerade hinter uns, sind das zwei. Entschuldigung. Ich meine, unser Peugeot fährt irgendwie 324 oder so hatten wir bei dem schon mal drauf. Und die Kiste hier hatten wir, glaube ich, bis jetzt höchstens auf 250 oder so. Vielleicht habe ich den auch einfach. Vielleicht müsste ich den kürzer übersetzen, damit der gut geht. Ich weiß es nicht. Ich kann es leider wirklich nicht sagen. Jemand, der den mal gefahren hat, kann ja gerne mal reinschreiben, wie man den gut fährt. Ich werde leider nicht mehr darauf eingehen können, weil das Let's Play wahrscheinlich abgeschlossen ist, wenn ich wieder aus dem Urlaub komme. Hoffe ich. Ich hatte eigentlich auch gehofft, dass das Projekt nur 20 Parts lang ist. Ich wollte eigentlich kein langes Projekt haben. Und dachte mir so, ah, Need for Speed, 100% ist doch nicht lang, oder? Ja gut, aufgrund von 100% könnte das für uns noch ein bisschen länger dauern. Also wir bleiben echt nah hinter denen, aber wir kommen halt auch nicht näher ran, ne?
würde echt gerne an den anderen ein bisschen näher ran, um bei dem ein bisschen Windschatten zu sammeln, aber irgendwie wird das nix. Aber ich sag, wir können das mit dem hier locker schaffen. Gut, dann wiederholen wir das jetzt nämlich nochmal. Und hier ist auf jeden Fall ein Peugeot. Da ist der zweite. Es waren wirklich zwei Peugeot 106 mit. Warum? Ich dachte schon, die wollen wieder in irgendwelche Wände reinfahren einfach. Eieieiei. Gut, da habe ich die Kurve ein bisschen falsch eingeschätzt. Aber das sieht doch schon deutlich besser aus als die letzte Runde. Oder als das letzte Rennen. Vielmehr. Infiniti. Die Nobelmarke von Nissan. Okay. Da haben wir ein bisschen Haftung verloren. Warum auch immer hier ein Auto der Nobelmarke von Nissan mitfährt. Oder warum das überhaupt im Spiel ist. Ich habe von Infiniti bis vor ein paar Monaten, würde ich sagen, ja, tatsächlich noch nie was gehört gehabt. Ich wusste gar nicht, dass es die gibt. Das ist sowas wie Lexus von Toyota, ist Infiniti von Nissan. Wenn ich jetzt richtig informiert bin. Niki korrigiert, ja, Niki guckt das ja gar nicht. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Aber ich glaube nicht. So, und jetzt muss ich hinter dem herkommen. Weil jetzt sehe ich sonst keine Chance mehr. Das dürfte schnell zur Runde sein. Ja, dafür gab es noch ein bisschen was, genau. Meiner. Fuck my life, Alter. Gut, das war jetzt nicht unbedingt deutlich besser, aber der Schnelle ist vorne weg. Ich fürchte, ich muss das schneiden. Oder ich mache jetzt einfach gleich Ende. Jetzt sind natürlich alle vor mir, selbstverständlich. Und ich habe übrigens gerade auf den rechten Bildschirm rübergeguckt, weil ich schon keine Chance mehr sah, das hier zu gewinnen. Ja, ich würde sagen, das hier wird ein kürzerer Part. Wenn wir uns wiedersehen... Ach, oder... Ich probiere was anderes. Ich will es jetzt wissen. Das heißt, der Part hier wird länger und nicht kürzer. So, jetzt machen wir nämlich mal mit dem hier. Mal gucken, wie es jetzt aussieht. Also sie kommen alle auf jeden Fall deutlich besser weg. Wir haben halt nicht mehr zwei Peugeot 106 dabei, sondern mich halt jetzt noch als einen. Aua! Gut. Ich war gerade irgendwie nur das Lenkverhalten von dem anderen gewohnt. Das war gerade nicht so klug. Gott, Alter, fährt er sich anders, ey. Viel kleinerer Wendekreis. Aber deshalb kommen wir halt auch hinterher, ne? Und genau in solchen Kurven hier wird uns der von Vorteil sein. Aber jetzt gerade hat er auch nicht so viel Power, der Bums hier. Aber er liegt halt deutlich besser auf der Straße, ne? Na komm, mit dem hier komme ich den ran.
Das ist lächerlich. Also, no joke. Also, A, fahren wir jetzt schon 260. Das haben wir mit dem anderen gar nicht hingekriegt. Ihr könnt mir ja mal reinschreiben, wie schnell wir mit dem anderen höchstens waren. Ah, fuck, Alter. Ja, das liegt jetzt halt alles noch daran, dass ich die, die ganzen Sachen mit dem gerade nicht mehr einschätzen kann. Gut. Alter Schwede. So. Mit dem Wagen kannst du dich halt richtig gut Kurven nehmen, ne? Und ich schätze die immer noch zu weit ab. Also ich denke immer, dass der Wagen hier einen größeren Wendekreis hat. Weil ich jetzt halt die ganze Zeit diesen Mitsubishi Lancer gefahren bin, der halt einen echt großen Wendekreis hat im Vergleich zu dem hier. Aber der hat auch echt großen echt weiten Radstand im Vergleich zu dem hier. Der hat ja quasi keinen Radstand hier. Vielleicht noch weniger als keinen. So. Schauen wir mal, wo das hinführt. Wenn wir hier so gut mit dem wegkommen, könnte es ja durchaus sein, dass wir das jetzt schaffen. Dann müsste ich nicht schneiden. Beziehungsweise dann würde ich nicht sagen, ey, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Sondern würde sagen, das haben wir noch geschafft und dann machen wir das Rennen weiter im nächsten Part. Und aktuell sieht es auch so aus. Weil das funktioniert echt gut mit dem hier. Also ich muss echt sagen, von der Optik her ist mir der Lancer inzwischen lieber. Ich liebe den Lancer von der Optik her. No shit. Ich finde ihn wirklich gut. Ich hoffe, er ist ungefähr das, was ihr euch vorgestellt habt unter dem Lancer. So, und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn es weitergeht. Bis dahin, haut rein und tschüss!